Neues Spiel. Möglicher Sieganwärter. Okay, das ärgert mich ziemlich, dass die eine Statistik so niedrig war. Ich glaube, da muss man wirklich immer so die richtigen Schlüsse ziehen, damit das höher geht. Naja, kriegen wir auch noch hin. Wir kriegen mal so ein 100er in jedem Fall rein und dann vielleicht sogar alle drei gleichzeitig 100. Aber jetzt erstmal ab zum zweiten Fall. Mal schauen, mit wem wir jetzt mit zusammenarbeiten. I see it's your turn to supervise the new CSI. Well, I don't know how much supervising I'll be doing. That resume read like a who's who of crime scene investigation. Okay, so the old dog might learn some new tricks. You were speaking for yourself, obviously. Who's our Vic? Rick Shimato, referee for the Supreme Force Fighting League. He worked the marquee match last night. I see the banners, and I see blood. I gotta say, it's tough being a ref these days. I mean, all that money and all that ego in sports, it takes just one bad call. And you're down for the count. Greg Sanders! Ehemalige Laborratte? Well, it was no rumble in the jungle. I'm told this fight was the championship match between Hank Hackett and Tito Tiger Vallone. According to the program, the two guys are Japanese-trained fighters who put on a real show. They whip out their swords to rally the crowd, and I do not mean that figuratively. They really use swords. Last night was the first time that these guys faced off in the ring to determine who was the King Blade of Supreme Force Fighting. So, who won? Let's just say it wasn't Hackett. Apparently, our dead referee made a controversial call that stripped Hackett of his belt and the Intercontinental title. Where's Hackett now? He's cooling off in the locker room. You'll probably want to talk to him and the ring girl over there. She found the body. All right, I think we got it from here. Greg Sanders, eigentlich eine ziemlich coole Socke, zumindest wenn man die älteren Staffeln angeht. Ich muss sagen, mir gefiel er immer als eine der Laborratten mehr als draußen unterwegs, weil er so ein bisschen seine coole, verrückte Art, die ich sehr, sehr mochte und wertschätzte, dabei abgelegt hat. Sprich, er hatte nicht mehr so dieses verrückt coole, was ihn so besonders gemacht hat. Er war halt ein bisschen normaler, weil er ja draußen unterwegs war und alles. Das fand ich immer sehr, sehr, sehr schade. Da ist einfach auch etwas. I've seen a lot of strangulations, but this may be the first death by Mike. Das war hoch. I think this hair may belong to our strangler. Das war halt immer so eine Sache, die ich schade fand. Generell muss man ja sagen, dass die Serie ein wenig. If he were just strangled, there wouldn't be blood pooling under his neck. Ein wenig an Fahrt verloren hat. Das ist nicht erst so seit der, ich glaube Peterson heißt er. Ich habe es ja letztens jetzt mal nachgeschaut. Och nee, mit dem wollte ich jetzt nicht reden. Der Gil Grissom Darsteller aus der Serie ausgeschieden ist. Das allein ist nicht der. Aber den haben sie vom Gesicht eigentlich doch ganz gut getroffen und sieht sogar ganz gut aus. Bei Nick fand ich, war die Stirn ein wenig zu groß, aber hier auch sieht schon Greg-mäßig aus. So, was haben wir hier? I'm guessing the footage from the cameras is stored on that upper platform. Okay. I'm guessing the footage from the cameras is stored on that upper platform. Das hatten wir jetzt schon. Okay. Gotta love a sport that has referees and judges. Wenn du das sagst, mein Guter, wenn du das sagst. Die Serie ist ja leider schon auf einem absteigenden Ast.
Mit CSI New York endet nun auch das zweite Spin-off, wie ich jetzt zufällig vor kurzem wonder if one of these posters is Hank Hackett. Gelesen habe. Die werden abgesetzt. We're gonna need a key to open this. Und also ich fand auch immer CSI Miami war die schwächste Spin-off-Serie von allen, also von Miami und New York her gesehen. Die war ja auch schon zuerst abgesetzt worden vor längerer Zeit. Die war einfach so extrem actionlastig. Irgendwie so ein bisschen nicht wirklich CSI, sondern mehr CSI of Action. Da hat ja jeder auch eine Knarre getragen. Bei CSI war es ja lange, lange Zeit so, dass die CSI-Mitglieder gar keine Waffen hatten. Korrigiert mich, wenn ich mich da irre, aber in den ersten Staffeln hatten die keine Waffen. Die haben die auch erst später bekommen, irgendwie. Hello, we're with the Las Vegas Crime Lab. May we get your name? Yes, I'm Tina Allens. I found Mr. Shimada, and I called the police. Approximately what time did you find the body? I'd say a little after 11 o'clock. I'm supposed to close the prop room before the arena shuts down at midnight. I was coming down the stairs over there when I noticed the light over the ring was still on. I came over, and that's when I saw Mr. Shimada lying there like that. My God, it's just so awful. Okay, kennen Sie Mr. Shimada? Oh, everybody really liked him. And that's saying a lot for a referee, right? I know everybody thought he was very fair, but honestly, no, I didn't know him personally. I'm sorry. Okay, haben Sie die kontroverse Entscheidung gesehen? I should have, but I wasn't really paying attention. But everybody was pissed. Wow. I mean, he like disqualified Hank Hackett. Just stopped the fight cold. Handed the title to Tiger. I think he was probably pretty lucky to get out of that ring alive. Well, I mean, sorry. That was a really poor choice of words. Ja, lebend aus dem Ring ist er nicht mehr raus. I would try the locker room. I know they were having a hell of a time locking up down there since all these reporters were still jammed in around Hank trying to talk to him about the match. Gosh, I bet it's an even bigger zoo now. Ups, jetzt habe ich nicht vorgelesen. Also es ging nur darum, wo wir Hank Hit finden. Wo ist die Requisitenkammer? Upper platform, up there. Like I said, I locked it up a couple of hours ago. I'm sorry, but why do you need props for a fight? Well, it's not just props. It's like these big cards that say, you know, like round one, round two. I'm the one that gets to strut around in the bikini holding up the signs between rounds, looking totally hot. Your basic sexy ring girl, right? You must be very good at your job. Sure, but that's just how I got my foot in the door. You know, Supreme Force Fighting plans to start a women's league. I've already started to train. And so by the time they pull all the sponsors together, I'll be ready to roll. I got my eyes on the prize. Champion of the world. Sounds pretty cool, right? Okay, haben Sie den Schlüssel zur oberen Plattform? No, I don't. Sorry. I put away the props up there, but the door locks automatically when I close it. Horace has the only key. Who's Horace? Horace Willingham. He owns the league. I called him and told him to come in right away, so he should be here soon. Okay, das war für den Moment alles. Sorry, I couldn't be of more help to you. Good luck. Ja, war schon Hilfe genug. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. CSI New York fand ich da schon besser, gerade mit Mac Taylor, den ich beim letzten Mal irgendwie versehentlich Nick oder Mick Taylor genannt habe. Nee, Mac Taylor heißt er natürlich. Gary Sinise, schon eine bessere Wahl. Gefällt mir auch eher. Wobei New York auch einfach nicht so besonders war. Das Problem an der CSI New York Serie, wie ich es finde, war... I'll arrange for Dr. Robbins to have the body picked up. He'll call us when he's completed the autopsy. CSI, die normale Serie, die CSI Vegas ja inzwischen heißt, früher CSI, den Tätern auf der Spur, hatte sich eigentlich immer dadurch ausgezeichnet, fand ich, durch die sehr kreativen Fälle, die
wo man auch gemerkt hatte, dass die Writer sich wirklich Mühe gegeben haben. Das war eine Sache, die ich bei CSI New York nie so empfunden hatte. Ich fand, genau wie bei Miami, hatten die... These are for guests. I don't think we need to inspect them. Hatten die nie sich wirklich die Mühe gemacht. Think I'll let someone else pick up the soap. Meine Güte. Du und deine Sprüche hier. Da hatten sie sich nie so wirklich Mühe gemacht, genauso kreative Fälle zu kreieren. Hank Hackett, we're from the Las Vegas Crime Lab. You mind if we ask you a few questions? The League finally called 911 because I was robbed. Son of a bitch, Shimada. I'm telling you, he is either totally freaking blind or taking some big money from somebody. You hear me? I do not cheat. And that guy calls a misconduct and disqualifies me? That's crap. So you tell me what you need from me, and I'll help you nail Shimada and whoever else the bastard's in bed with. Actually, Mr. Hackett, we're here to investigate Rick Shimada's murder. Murder? What the hell are you talking about? Tja, Rick Shimada wurde tot aufgefunden. Erwürgt. Oh, no way. Wait a second. Am I being punked here? Because this is just too sick, man. Come on. This isn't real. This isn't real, is it? Jeez, I can't believe it. Well, I can't say he didn't have it coming. What? I'm just being honest here. Oh, great, great. Now you're gonna think that I did... Fan-freaking-tastic. Punkt? Ja, eine alte Serie mit Ashton Kutcher. Wird die überhaupt noch hergestellt? Also mit anderen Leuten jetzt vielleicht, die punken? Naja. Wann haben Sie Shimada zuletzt gesehen? Yeah, I get it. Innocent until proven guilty. What did you do after the match? I came right back here. What else could I do? I couldn't go home. I got reporters all over the place. They're barking at me. I thought I'd just hang out down here until everything started to chill. Okay, warum wurden Sie disqualifiziert? Yeah, yeah. Now, look, let me clear up that particular scenario for you guys, because I know you got the wrong idea. So this is it. I climb into the ring, and I got my katana in my hand, okay? I wave it around, do a little show for the crowd, because, hey, that's what I do. Okay, so the fight starts, and I'm taking it to Tito. But, okay, there's this moment where Tito gets me against the corner. So I throw a roundhouse to his balls. Now, no ref has ever once had a problem with that move before, I'm telling you. But suddenly, last night, Shimada decides to call a technical and stops the fight. Well, say I lost my I was very angry. But come on, I had a reason. The guy stole my belt. Okay, das war für den Moment erstmal alles. Danke. Yeah, not a problem. Whatever you need, I'm here for you. Hey, I've completed the autopsy. I'll give you the full report next time you happen to be in the morgue. Okay, ab in die Leichenhalle. So. Und eigentlich war die Serie schon auf dem absteigenden Ast, bevor der Gil Grissom-Darsteller gegangen ist. Aber danach fand ich, hatte sie noch mehr von ihrem Reiz verloren. Oh Mann. Selbst in so einem Computerspiel finde ich so eine Ansicht für einen Toten irgendwie komisch. Weiß auch nicht. So. Das ist unser. Okay. Und dann die Staffeln mit Raymond Langston, Lawrence Fishburne. Ich fand, er passte nicht so richtig rein. Es sollte wohl irgendwie so ein großer Hollywood-Star rein, der nochmal für Quoten sorgt und die Serie nochmal pusht, aber... Naja, und danach kam die D.B. Russell-Ära, die jetzt momentan anläuft. Und dazu kommen wir gleich. It's good to see you again. Ja, nur die Umstände können schöner sein. Warum war Blut am Tatort? Well, your victim was strangled, but the blood was actually the result of blunt force trauma to the neck and upper torso. Take a look here. This contusion and the partially occluded carotid are indicative of ligature strangulation. However, I suspect your victim was unconscious prior to asphyxiation. Okay, warum verlor das Opfer das Bewusstsein? Notice these lacerations and bruises. I count 6 distinct injuries along the victim's neck, shoulders, and upper back, causing detachment of the trapezius
and sternocleidomastoid muscles. There was some additional nerve damage, which I really think would have either put your victim in shock or knocked him out cold.